Hallo und herzlich willkommen zu Folge 546. Wir stehen hier bei Larson, ne? Genau. Der hämmert hier und schmiedet und hämmert und wir müssen die Quests abgeben, die wir in der letzten Folge erfolgreich beenden konnten, dank unseres großen Vorrats auf dem Schiff. Wie soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich konnte die tollwütigen Ripper erlegen. Gut gemacht! Hast du denn auch genug Felle bei dir? Ja. Hier hast du sie. Gut. Und hier hast du deine Erzbrocken. Okay. Und von wem waren die letzten? Die Wölfe, waren die von Ingolf? War das Ingolf? Nee, Ingolf war doch mit den Goblins, oder? Oder wie, oder was? Und das wird noch viel schlimmer. Ja, das war der mit den Goblins. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wen hatte man denn da noch? Hier geht's ja nur hoch zum Chef, ne? Und das wird noch viel schlimmer. Und der ist ja auch allein. Das heißt, mal, was passiert, wenn ich hier runterschlitter? Wahrscheinlich nix. Ach, da ist ja noch einer. Genau vor die Haustür geschmettert. Ich habe deine Felle. Sehr gut, gib sie mir. Das sind sehr schöne Felle. Ich gebe dir dafür 5 Erzbrocken. Einverstanden? In Ordnung. Schön, hier sind deine Erzbrocken. Mach das. Brauchen wir hier nicht den Scheiß. Also die Erzbrocken glaube ich auch nicht, aber komm. Mach halt. So. Den müssten wir jetzt soweit geholfen haben. Was du nicht sagst. Das heißt, wir gehen mal wieder zum Chef, wo wir eben gerade schon mal vorbeigeschaut haben. Beim Ansgar, und der wird uns dann hoffentlich weiterbringen. Komm, jetzt Roland, jetzt stelle ich jetzt so dumm an. So. Was war denn das? Nordmarer Nebelgeist. Kann ich Flasche, ja, oder? Zeig mir, was ist denn das für ein Gebräu? Oder hatte man davon schon ein paar mehr dabei? Gut, scheint nichts Besonderes zu sein, außer dass es teuer ist. So ist es ja oftmals, ne? Hier, ne, Konsumgüter und Marken. Sowohl bei Klamotten als auch bei Nahrungsmitteln. Ne? Wenn der Name mehr kostet, als das Produkt wert ist, aber davon jetzt. Ich habe deinen Männern bei der Jagd geholfen. Ja, das hast du. Aber leider kann ich dich noch nicht zum Tempel begleiten. Und warum nicht? Wir vermissen unseren Jäger Ulfrun, der einen Eisschattenläufer jagen wollte. Da die schon einige Tage her ist, vermuten wir, dass er sich entweder verirrt hat oder auf irgendeine Weise umgekommen ist. Ich muss daher erst wissen, ob Ulfrun noch am Leben ist, bevor wir nach Isagrad aufbrechen können. Ich könnte Ulfrun suchen. Wärst du dann bereit, mich zum Tempel zu führen? Ja, das wäre ich. Ich gebe dir mein Wort. Das habe ich schon immer gesagt. Verschollen im Eis. Neue Quest. Halt, ne. Bereits begegnet uns beim Tal mit den großen Felsstücken, wo auch die vielen Eisgolems waren. Richtig. Ich glaub, da müssen wir so mal hindüsen. Oder können wir dem schon... Ne, können wir noch nicht. Haben wir da einen Teleporter hin? Ich überleg grad. Ein Teleporter dahin. Ich überleg grad, wir können auch einfach mal... Wobei, wo kommen wir da raus? Ich muss mal auf die Karte gucken. Das Tal ist ja quasi genau über Xardas. Das sieht man auf der Karte, ziemlich in der Mitte. Links vom Wachturm, nördlich von der Xardas-Markierung. Haben wir da einen Teleport zu? Ich muss mal kurz schauen. Wieder Angst, wenn ich hier bei denen oben am Dach stehe, bei deren architektonischen Meisterleistung, habe ich immer Angst, dass hier irgendwas zusammenkracht. Teleport zum Erzclan? Nee, ist glaube ich noch nicht. Methana, Quiz brauchen wir momentan auch nicht mehr. Jagdhütte Erzclan dürfte eigentlich, oder? Oder habe ich mich jetzt vertan? Wo ist denn die... Der Standort hier? Nee, da habe ich mich... Oh, da habe ich aber ein paar Kilometer vertan.
Erzmine, nee, das ist aber nicht, was ich suche. Ja, Notfall ist Xardas. Malros Clan ist im Arsch der Welt, alles klar, gucken wir mal Xardas. Da kommt da wieder das ekelhafte Geräusch gleich. Das weiß ich jetzt schon. Aber darunter müssen wir. Und da hat es mir wieder die Ohrmuschel weggepfeffert. Wir könnten aber ganz legal den Sturz überleben. Und zwar mit... Nee, den Eiswelle und Tod vernichten brauchen wir momentan auch nicht. Haben wir irgendwo Verwandlung Blutfliege? Dürfen wir doch, oder? Jo, guck mal an. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Oder geflogen. Oder halt gefallen. So, und schon sind wir unten. Und ja, hier war das Tal mit ganz vielen Eisgolems und da haben wir ja auch den einen Kerl getroffen, den... Au, mein Ohr. Ulfru, da ist wahrscheinlich der Schattenläufer, den er ausräumen wollte. Der Versager. Und da sollten wir für den ja so Berserker-Orks besiegen. Das war auch der erste... das erste Treffen mit diesen Wesen. Genau, und da ist der Kerl doch. Und ja, genau. Hey du. Das ist schon lange her, hey. Leck mir am Arsch. Willst du nicht zurück in euer Lager? Natürlich. Kennst du etwa den Weg dorthin? Ja. Sehr gut. Sag mir Bescheid, wenn du aufbrechen willst. Oh, das könnte jetzt ein ganz harter Griff ins Klo werden. Lass uns jetzt ins Lager gehen. Gut, ich folge dir. Das könnte jetzt ein deftiger Griff ins Klo werden. Ach du Scheiße, wie komme ich da hin überhaupt? Irgendwo hinan hoch und dann hin rum und ach gut, das... Wird ja ein Spaß mit dem Penner im Gepäck. Jetzt mal abgespeichert, jetzt gibt's keinen Zug mehr. Danke. Jetzt bin ich taub. Okay. Aber hey, jetzt mal wieder ein bisschen Zeit zum Reden. Fällt mir mal gerade so auf, wenn wir schon mit dem Ulfruhn durch die Eiswüste rennen. Habe ich ja vorhin erwähnt, ne? Der Nordmarer Nebelgeist, ne? Natürlich prestigerangiger Name hier in Nordmar, aber warum kostet das Ding denn dann 15 mal mehr wie normaler Wacholder, obwohl es ja genauso viel bringt? Ich sag's euch, es liegt am Namen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach total dämlich, ja, dass wir für Markennamen bezahlen, ja? Wir bezahlen für Prestige, ja, und nicht für, das eigentliche Konsumgut dahinter. Ja, wir kaufen uns Handys und Klamotten von ganz bestimmten Marken, um damit angeben zu können. Das ist ja bei Autos nicht viel anders. Ja, und je protziger und je teurer, desto mehr, ja, fühlt man sich gut, hat man einen besseren Status in der Gesellschaft. Danke, bin gerade mitten im Gespräch. Fetzt einem wieder das Ohr weg. Ja, aber ich weiß nicht, was das soll. Ja, man braucht kein großes Auto, man braucht kein verschwenderisches Auto, ja. Wer sich irgendein Geländewagen in der Innenstadt kauft, der hat ein Rad ab. Ja. Wenn jemand das für seinen Beruf braucht, ja, ein geländegängiges Fahrzeug, ist das eine Sache, aber das ist sonst, ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ein Wahn. Ja, wir verschwenden viel mehr Geld in solche unnützen Dinge wie Markennamen, prestigerangige Konsumgüter, anstatt dass wir es in sinnvolle Dinge investieren, die wir für den Alltag brauchen. Ja, das ist doch scheißegal, was auf der Joghurtdose steht. Das ist auch scheißegal, was vorne auf dem T-Shirt steht oder was vor allem hinten im T-Shirt drin steht. Ne, auf dem kleinen. Ne, wisst ihr, wo ich meine, wo die Größe drauf steht. Ja, und wir beeinflussen uns von irgendwelchen dämlichen Marken. Oder lassen uns beeinflussen davon und lassen dann, werden dann in dem Glauben gelassen, jenes und selles wäre gut, obwohl das überhaupt nicht irgendwie vereinbar ist mit der Realität, ja, weil da sind überhaupt gar keine Unterschiede oftmals, ja, wir bezahlen für Namen, ich weiß nicht, was das soll, ich finde, das ist total hirnrissig, ich würde es primitiv nennen, ja, ich greife natürlich niemanden jetzt an von euch, habe ich auch gar nicht vor. Ja, weil das Unterbewusst ja bei jedem
mal vorgekommen ist. Oder manche sehen das gar nicht so schlimm. Und jetzt, ich hoffe, ich finde jetzt hier den Weg. Ach du Scheiße, das ist so ein Dreck. Ich glaube, ich verirre mich jetzt sowohl, weil ich hier die ganze Zeit nur einen heißen Brei rede. Und auf deiner Seite, weil ich den Zugang nicht finde. Das ist nicht der richtige Halt. Wie komme ich da hier auf? Naja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, wir verschwenden dann quasi Geld, also ich sag mal prozentual von dem, was wir überhaupt damit gekauft haben. Pfeffern wir das raus und ich habe keine Ahnung, wo ich bin, gell? Doch dahinter. Ja, und wir verschwenden dann prozentual ziemlich viel von dem, was wir dann am Ende überhaupt haben. Nur damit ein anderer Name draufsteht, der belanglos ist. Ja, das ist echt eigentlich... Nee, nicht nur eigentlich, es ist scheißegal. Aber dermaßen scheißegal. Ja. Ich meine, bei manchen Autos, gut, da kann man noch auf hohem Niveau rumheulen. Ja, Design hier und da gefällt einem besser. Aber ist es im Prinzip nicht immer vorerst wichtig, dass man von Punkt A nach Punkt B kommt? Ja, ist es dann überhaupt wichtig, was für ein Auto das ist? Oder was das Auto nicht angeblich können soll oder kann? Ja, brauche ich Fernseher oder DVD-Player oder sowas in meinem Auto? Ja gut, wenn man lang Stau hat, bla oder lange... Ach komm, hör doch auf. Ja, aber wir ballern uns mit unsinnigem Scheiß zu und verkennen dabei die Realität. Ja, ich meine, das sind nicht mal jetzt zum Beispiel an Autos, ja, sondern an Klamotten. Ja, wir legen Wert auf unser Äußeres, ja, weil wir anscheinend, oder also ich spreche jetzt nicht von mir, weil ich mich dazu nicht zählen kann, ja, weil also wir verschwenden Geld in Klamotten und Aussehen. Wir verschwenden quasi Geld dafür, unser Äußeres hervorheben zu lassen, weil wir keine inneren Eigenschaften, Charaktereigenschaften haben, die uns auszeichnen, oder wie ist das bei diesen Gestalten der Fall, ja? Wie gesagt, ich greife niemanden an, das macht ja mehr oder weniger doch jeder, aber der Punkt ist, grenzwertig wird es dann, wenn man nicht versucht, sich selbst zu gefallen, sondern anderen vom Aussehen. Ich meine, klar, natürlich irgendwo, ne, oh Gott, das andere Geschlecht, ja, ist ja klar, ne, aber auf der anderen Seite, für wen lebt ihr? Für mich selbst oder für andere? Ja, und deswegen, ich finde es so dermaßen unnötig, auch dieser perverse Gruppenzwang, ja. Man wird genötigt vom Umfeld gewisse Klamottenmarken zu kaufen. Man wird genötigt vom Umfeld die und die Schuhe zu tragen. Sag mal, hängt's im Kopf? Das ist doch komplett primitiv. Also ich weiß nicht. Das habe ich schon zum 10. Mal gesagt, nicht, dass ich das nicht weiß. Aber ich kann für meinen Teil es nicht nachvollziehen. Das übrigens, wir haben es geschafft, gell? Wir haben Ulfru und Kleideheim. Ja, aber ich kann persönlich nicht nachvollziehen, wie sich Leute davon so extrem manipulieren und beeinflussen lassen, ja, dass man immer mehr Wert aufs Äußere legt, ja, anstatt aufs Innere, weil das ist eigentlich das, was einen Menschen auszeichnet, ja, der kann noch so toll aussehen, es kann das größte Arschloch sein. Und was habe ich dann davon? Ja, nix, außer dass ich irritiert bin, weil ich die Person nicht kenne. Ja, wir leben in einer oberflächlichen Welt und jeder gibt sich für viel besser, als er eigentlich ist. Deswegen versucht man ja auch diese Maskerade aufrecht zu erhalten. Ja, und ich denke mir doch einfach, ey, Kollege, halt dein Maul, Mann. Was soll denn der Blödsinn? Ja, das ist wirklich, das ist Schwachsinn. Ja, wir versuchen eine Welt aufrecht zu erhalten, also jetzt im kleinen Fall, ne, die so gar nicht existent ist, ja. Wir versuchen schöner, größer, besser, toller zu wirken, als wir sind. Aber mit was gewinnen wir damit? Ja, ich versuche jetzt hier nicht keinen Aufstand anzuzetteln, ja, oder euch komplett in einem revolutionären Gedankengut zu lassen, aber nur die Frage an den Einzelnen, ne, was bringt das einem denn am Schluss dann? Wisst ihr, was ich meine? Was bringt es, sich zu verstellen? Was bringt es, sich durch Gruppenzwang beeinflussen zu lassen, irgendwas zu kaufen oder irgendwas zu machen, ja? Und die Menschen, die einen dann anscheinend dazu zwingen, soll man das Freunde nennen? Kann man das Freunde nennen? Das ist ja schon fast grenzdebil. Warte mal. Jetzt bringen wir mal einen Ulfrun nach Hause. So, da sind wir. Ja, wir haben es geschafft. Danke nochmal für deine Hilfe. Verschollene Mais.
Ulfrun ist wieder da. Punkt ausfertig. So. Ja, und was ich damit eigentlich auf den Punkt bringen will, Leute, seid immer ihr selbst. Ja. Ihr müsst immer gerade eure Charaktereigenschaften vor der bösen Außenwelt schützen. Ja. Also das heißt nicht, dass ihr euch nicht anpassen sollt, ne? Das meine ich jetzt gar nicht, aber immer die inneren Werte als höchstes Gut im Kopf beibehalten. Ja. Man kann auch Wert auf sein Äußeres legen, wenn man mit sich selbst vereinbart hat, wie man denn im Inneren zu was auch immer steht. Aber niemals vergessen, das Äußere, der Schein, darf niemals wichtiger sein als das Sein. Und das sind nämlich die inneren Werte. Ich sage das immer wieder, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Welt nur noch aus einer Oberflächlichkeit besteht. Fast. Ja? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gar keine Zeit, alle Menschen kennenzulernen. Ja, früher war das einfacher, da war jeder in seinem Dorf, da hat man sich über die Jahrzehnte halt kennengelernt. Aber in einer globalisierten Welt, in einer Welt mit Transportmitteln, da trifft man so viele Menschen, ja. Und es ist auch kompletter Blödsinn, wenn du einmal mit der Bahn fährst, dass du dann jeden ansprichst und kennenlernen musst. Das funktioniert ja gar nicht, dafür haben wir gar keine Zeit. Ich habe Ulfrun gefunden und ins Lager zurückgebracht. Ich habe es gesehen. Ich danke dir, dass du unseren Freund gesucht und gefunden hast. Wir können jetzt nach Isagrad aufbrechen, wenn du es wünschst. Sage mir einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Alter, hau rein. Lass uns zum Tempel aufbrechen. Gut, folge mir. Wenn der mir gleich die Klippe runterfällt, dann laufe ich amok. Ja. Wie gesagt, wieder mal so eine Botschaft in meinen Videos verpackt. Hat sich auch angeboten, gerade weil wir die ganze Zeit nur rumgelatscht sind. Was ist denn du schon wieder? So, dann hat es kurz wieder rumgesponnen. Ja, so. Na, auf jeden Fall, was machst du denn? Ja, es fängt schon wieder gut an. Wo tappt dann der wieder rum? Als Kapitel mach jetzt keinen Scheiß, Mann. Schön, dass du deinen eigenen Buckel runtersliden kannst, aber wir stehen unter Zeitdruck. Die Welt wartet nicht auf uns. Also eigentlich schon, ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Jo, auf jeden Fall, ich wurde gerade wieder gedanklich unterbrochen, weil das Spiel kurz gehangen hat. Danke dafür. Die Stabilität von Gothic ist natürlich Granate. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe wieder eine Botschaft hineingebracht von dem, was ich so denke. Und ich hoffe, das kann dem einen oder anderen einen Denkansatz vermitteln. Ja, deswegen mache ich auch die Videos. Also eigentlich wegen Gothic, klar, ne? Spielinhalte. Und dass ich euch quasi durch diese Geschichte hindurch begleite und meinen Senf dazugebe. Ne? Aber ich glaube, ich hatte recht. Also ne? Entgegen der Richtung ist dann, glaube ich, also hier ist Feuerlager, Feuerklanlager und dahinter ist dann der Belia-Tempel. Jo, was ich sagen wollte, ich begleite euch ja auf der einen Seite durchs Spiel hindurch, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer mal, es ist doch eigentlich mal angebracht, dass man sowas einfach mal sagt, ja, so Dinge, Oberflächlichkeit, unnötiger Konsum, das sind so Dinge, über die redet man vielleicht so im Gespräch, ja, im Einzelnen, mal mit jemandem so, von wegen so, leben wir eigentlich, wie geht's denn dir gerade so, und denkst du nicht auch, dass das kompletter Schwachsinn ist, und ne, so Sachen, die tauscht man dann aus mit dem Einzelnen, aber ich finde, es gibt viel zu wenig Menschen, die das im großen Stil, ich im großen Stil mit 500 Abonnenten, ja, nee, aber wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen öffentlich sagen, einfach mal solche Themenblöcke mal durcharbeiten, ne, und ich habe ja gesagt, dass ich dazu noch eigene Formate machen werde und, ja, will und werde. Und ja, und dass ich das ja im Normalfall nicht in einer Gothic-Folge so hineinpacke. Aber wenn es sich anbietet, ne, wenn ich jetzt mit Ansgar durch die Wüste renne, durch die Eiswüste, dann bietet sich das schon an. Was ist denn das für ein Gebäude? Das sieht ja auch wieder interessant aus. Ich muss aber gucken, dass wir nicht die Zeit überschreiten. Ne? Wir haben noch ein bisschen. Ja, und deswegen dachte ich mir immer mal wieder, komm, haust du mal sowas aus, so ein Themenblock, sprichst mal kurz drüber. Ist denn der schwarze Troll tot? War ich hier schon mal? Wie kommt das? Hier war ich, glaube ich, echt schon mal. Scheiße, was habe ich hier getrieben? Auf jeden Fall.
Ja, ich finde, es ist einfach mal angebracht, dass man sowas einfach mal bespricht. Ja, im Prinzip sogar bespricht es ja mit mir selbst, diese Themenfelder. Ja, ich habe zwar in dem Fall nicht aktiv jemanden, der sich dann mit mir austauscht. Warte, vor uns liegt eine große Höhle, in der viele Trolle leben. Ja, ist kein Thema. Ich hoffe, dass du diesen gewachsen bist, da wir hier durch müssen, wenn wir zu den Tempelruinen wollen. Jo, kein Ding. Trollhöhle, sogar eine Quest. Ich beende hier mal die Folge, weil wir die Zeit... Der Zeitpunkt ist erreicht. Ja. Sie heben gerade noch hier die Kacke auf. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es halt schön, dass ich das quasi mit mir selbst bespreche. Habe sondern wie gesagt, niemanden, der dann aktiv auf mich eingeht oder auf einzelne Aspekte eingeht, aber... Es kommt ja auch manchmal vor, dass jemand einen Kommentar schreibt. Und dann, ja, ist da eine Resonanz. Und es ist schön, dass ich es generell schaffe, das habe ich schon öfter gesagt, dass einfach mal Leute kurz, auch wenn nur kurz zum Nachdenken anregen kann. Das ist schön, dass man einfach mal ganz kurz sich überlegt, ja, wie stehe ich da eigentlich dazu? Ja, ich kann von mir aus für euch kompletten Blödsinn reden. Ja, und ihr könnt auch gerne der Ansicht sein, dass Oberflächlichkeit wichtig ist und die Gesellschaft und das System wahrt, in dem wir leben und es aufrecht erhält. Das könnt ihr von mir aus denken, wie ihr wollt. Das ist ja das Schöne. Ich bin euch nicht feindlich gesinnt, wenn ihr anders denkt. Ja, ich will für meinen Teil nur, dass ihr denkt. Das ist der Hauptaspekt. Dass man sich Gedanken macht, reflektiert und hinterfragt. Ja, vielleicht kommt man auch auf ein anderes Resultat, wie man sich dann selbst einordnen kann. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Deswegen, ich lasse das Geschwafel wieder sein und hoffe, dass ich damit die Folge ein bisschen füllen konnte, auch wenn ich mich oftmals wiederholt habe. Weil es, naja, es ist halt ein bisschen stupide, wenn du ganz mit dem Ulfru durch die Gegend rennst. Und ich bin auch nicht vorbereitet, was das angeht für sowas. Ja, ich habe zwar gelesen, dass ich Ulfrun wahrscheinlich zurückbringen musste. Ja, wurde mir noch geschrieben vom Odyssey Mod Team, dass ich da darauf achten soll, dass ich mich nicht verlauf und so, aber ich habe es ja hingekriegt. Aber nichtsdestotrotz war die Wegfindung und das parallele Gebrabbel dann nicht immer so perfekt abgestimmt. Deswegen habe ich mich mal vielleicht überholt, aber ich hoffe, das vertieft nur eure Gedankengänge. So, damit habe ich das auch rechtfertigen können, den Käse. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.